dice ni la bla. Como pesa de tinto, está yo mini cuá. No soy bien chema. An. Der große Weise spricht. Der große Weise verkündet einen Wettkampf. Die besten Männer von Höhlenstamm gegen den Stamm von Wassermänner. Sie werden uns heute zeigen, wer besser ist im Tierraub. Der Preis für den Sieger, ein Weibchen vom Wassermännerstamm. Ein Weibchen mit viel, viel Schönheit und viel, viel Jungfrauenschaft. Ich habe nicht geduldet. Ein Weibchen mit allem dran, mit dickem Hinterarschi, mit festen Schenkeln und prallen Bommeln. Und hier habt ihr sie, die wunderbare, die schöne und einmalige, die Wasserjungfrau Lystra! Ach, nichts Besonderes, die hat auch nicht mehr als wir. Viel zu mager, überhaupt nichts dran. Aber die Bommeln sind gut, sind viel größer als meine. Hinten hat sie aber nichts, ihre Arschbacken hängen runter. Alle Männer kennen das Tierraubespiel, haben schon oft gespielt. Der Beste von euch, der das Tier raubt und damit wegrennt und bis ans Ziel trägt zu Lystra, der Mann ist Sieger. Ari, du musst gewinnen. Ich will deine Frau werden. Nur deine. Lystra. Lystra wird meine Frau. Nochmal sage ich für alle, wer die kleine Sau raubt und hinbringt zu Lystra, der soll sie haben, der bekommt sie als Frau. Oh. Nicht kleine Sau als Frau. Lystra. Oh, so. Wie soll das sonst sein mit Dindong? Eben. Zuru. Zuru. Hört auf mit Fingerschwatzen. Ihr wollt doch Wettkampf sehen und den Mann der Jungfrau Lystra gewinnt. Ich will nicht, dass mein Maki Sieger wird. Und mein Gut auch nicht. Ich viel lieber, wenn er nicht gewinnt. Keine Angst, er wird nicht Sieger. Das wird der Stärkste. Und der am besten Ding-Dong machen kann. Dann freu dich, dann musst du nicht Angst haben, dass dein Mann gewinnt und Wassermann Jungfrau bekommt. Sieh sie, die scharfe Zunge. Seth kämpft auch gar nicht mit. Seth ist Schiedsrichter. Trotzdem, im Ding-Dong machen ist dein Seth bestimmt nicht Meister. Alle Männer sind auf ihrem Platz. Der Wettkampf kann beginnen. Achtung! Soll ich blasen? Was willst du mit Wassermannfrau? Gib für mich! Ich will es daheim! Sonnenkrauter! Da, für dich, meine kleine Sau für Lystra. Ich darf sie behalten? Ja. So, Wassermannfrau, wir sind da. Hier leben wir. Das sind unsere Höhlen. Und das ist unser Stammesfeuer. Feuer, das niemals ausgehen darf. Großer Weiser, komm ansehen da. Sieh sie dir an, sie hat sich wieder aufgeputzt. Aufgeputzte Jungfrau, verrotteter Stamm. Komm her, Bea. Das ist meine Bea. Hör auf zu winseln. Du musst geduldig sein, Bea. In 4 Monaten machen wir wieder Wettkampf, dann sind die Höhlenfrauen dran. Du bist der Siegespreis und bekommst einen Mann. Auch so einen starken wie den da? Was machen wir dann? Na, was Mann und Frau machen. Ja, machen sie das, du aber nicht. Warum machst du es nicht mit mir, mein großer Weiser? Ich will nicht. Ding-Dong machen wollen, nicht schon wieder. Ich will aber nicht.
Ich will aber nicht, wenn ich muss. Und wenn ein Mädchen ein Stück von ihrer Jungfrau verliert, was ist dann? Oh, das ist schlimm, dann geht Feuer aus. Und wenn das Feuer ausgeht, dann gibt es schlechte Zeiten. Dann kommt Not und Unheil über unseren Stamm, jawohl. Ratatatatum! Na? Na? Kann ich jetzt nehmen, meinen Mann? Die kann nicht länger warten. So, jetzt geht's. Ein großer Tag heute, der wird gefeiert. Alle Männer und Frauen machen Pompales Ding-Dong. Das ist ein Liebestrank. Was für Wunder. Was soll ich machen danach? Ihr macht beide? Ding-Dong? Aber ich weiß nicht wie, ich kenne nicht. Du hast doch aber schon gesehen, wie es bei den Tieren ist, wie die es machen. Mhm. Nur Fische habe ich einmal gesehen, machen so die Fische. Mhm. Mhm. Nein, wie die Hühner es machen, so wie Henne und Hahn. Wenn du wie Henne machst, dann macht der Mann wie Hahn. Dann werde ich versuchen. Dann werde ich Henne sein, er mein Hahn. Wie oft macht der Hahn denn Ding-Dong? Man weiß nicht vorher. Mein Mann ist großer Weiser und der macht dreimal. Oh, jeden Tag dreimal. Mm-mm. Jeden Mond nur? Mm-mm. Dreimal im Jahr? Wenn es ein gutes Jahr ist, sonst höchstens zweimal. Ich lass mich. Halt, Maggie, warte. Lass mich zuerst. Nein. Wer zuerst kommt, Maler zuerst und gewinnt auch. Das ist wahr. Da hat er recht. Jetzt malert er. Jetzt hat er gemalert. Geh niemals als Erster über die Brücke, sonst fällst du tief und brichst das Genick. Und wir haben Glück, dass er den Wassersack nicht getragen hat. Er wäre sonst auch weg. Ja, der wäre sonst auch gemalert. Die Wassermänner. Oh, Schabüli, sind das stramme Körper. Hier kommt ihr nicht weiter. Hier ist unsere Grenze. Kein Wasser mehr für Höhlenmänner. Aber wir haben kein Wasser. Wir brauchen. Was sollen wir trinken? Nicht unser Wasser. Wasser gehört uns. Nur wir trinken. Wassermänner wollen Streit? Gut, wir rufen Ari. Sie wollen den Streit haben. Du! Ich habe für euren Oberhöhlenmann Botschaft. Kannst du gleich mitnehmen. Gehört Ari, er hat gewonnen. Aber die Wassermänner haben Brücke zerstört, ist runtergefallen. Wir haben kein Wasser, können nicht ruhen. Was? Ja. Warum lasst ihr denn Ari nicht? Er muss kommen, der ganze Stamm wartet auf ihn für Beratung. Der Oberwassermann muss tot werden, er hat die Brücke verworfen. Gut, will Vertrag nicht halten. Nein. Du bleibst hier warten, Lystra. Ich muss Kampf machen gehen. Aber ich komme wieder. Aber dann ist der Kampfhahn müde und will schlafen und was macht die Henne? Oh, angebissener Fisch, gleich gegessener Fisch. Siegel ist fest. Niemand drin gewesen. Darf auch nicht. Oh ja, da, mein Wassermännchen. Was hat der großen Fisch, großen dicken Fisch hat er? Du sperrst mich ein, du bist viel misstrauisch. Und du bist ein sehr klug, schlaues Weibchen. Gib mir Fisch, ich will gleich Fisch haben. Oh. Warum hast du Kruka weggenommen? Hab ich weggenommen? Hat hier gestanden.
Was ist hier? Warum Loch? Loch? Was für Loch? Ein Loch! Ich weiß nicht. Doch, sie weiß nicht. Nein. Ich werde Messung machen und dann sehen. Warte. So, so. Jetzt weiß ich, warum du gemacht hast. Was gemacht? Locherei gemacht hast. Oh, Fischwasser, gut, feines Schmackofatzer. Ich muss Messung haben von dir. Passt. Bim, bam, bum. Aber jetzt mach ich. Bum, bum. Hey, Titti. Ich bin hier, dein Liebemann. Mein Liebemann? Welcher aber? Welcher? Ich. Ich wer? Ich, gut. Dein Männchen, Mann und Porno haben große Tumulterei und wir beide viel Zeit für Ding-Dong, ja? Ja, Ding-Dong, Ding-Dong. Du hast meine Feindchenfrau genommen. Ich gebe dir Tor. Ist mein Weibchen. Weibchen nicht für Porno. Ist gute Erfindung, die neue Mode mit Ding-Dong machen. Oh ja, gut. Oder mit Ding-Dong machen. Oh ja, gut. Gut. Hier. Du bist nicht zur Fischfangerei gegangen heute. Warum nicht? Ich bin nicht nur Fischfänger, ich bin auch Vögeljäger. Und heute war Tag für Jagd. Ja, aber nicht auf Vögel, auf Weibchen. Na, Punst! Ein Weibchen ist zu wenig für einen Mann wie Gut. Ich habe so viel Kraft, so viel starke Kraft. Die muss raus. Gut. Hier, ich habe mehr Tiere für dich gefangen. Ob ich davon essen darf? Meertiere machen Männer Erotica Granda. Denkst du immer noch an die, die du nicht bekommen hast, Guti? Denkst du noch an Lystra? Lystra. Lystra hat lange, feste Schenkel und große, runde Titzen. Und meine? Ich bin nicht so schön? Alle Weibchen sind schön. Ich möchte sie alle. Jeden Tag eine andere, jeden Tag eine neue. Alle will ich sie jagen. Ich werde festbinden, solchen Wilderer. Ja, das wollt ihr alle. Weich heute. Das Meertier, es wirkelt schon, macht schon Erotika direkt. Oh. Was willst denn du hier? Ihr beide macht Ding-Dong, ich mache Spanidong. Du Faultier, wir arbeiten nicht für dich. Halligalli, Halligalli. Da ist es. Da hausen sie. Aber jetzt werden wir diese verwasserten Wassermänner ins Wasser werfen. Halligalli! Gut! 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 Bist du drin? Oh ja, ich bin drin. Große Tumulterei, die Höhlenmänner sind da. Oh. Gut, komm raus, hörst du? Sie wollen Rache, Rache für die Brüte. Sag was, Gut. Kommst du oder kommst du nicht? Ja, ich komme, ich komme. Na also. Halligalli! Halligalli! Warten! Halligalli! Gut soll hören! Wasser ist für alle! Ihr müsst Wasser geben an uns! Wenn ihr nicht macht, wir nehmen unsere Schädel und schlagen eure Schädel ein! Du, im Kopf verrückt! Dann zieh dich vor, verrückter Kopf ist gefährlich! Er macht große Worte.
Ich mache dir Gebot. Wassermännerstamm gibt euch Wasser und die Höhlenmänner bringen dafür Lystra zurück. Na? Lystra gehört mir. Sie ist meine Frau. Sie bleibt bei uns. Lystra hat große Liebe mit mir gehabt, aber du hast sie weggeschleppt, du Räuber. Du lügst. Ich habe gewonnen. Du weißt, das ist ehrlicher Wettkampf gewesen. Höhlenmänner! Auf die Wassermänner! Zeig sie ihm den Strolchis! Verwundert. Großes Weh am großen Zeh. Wir müssen erst zurück und Wasser für die Frauen bringen. Frauen haben Durst. Noch immer denkt er bloß an Weibchen, dieser Arie. Ich möchte auch mal Weibchen sein. Wasser! Wir holen das Wasser! Lystra! Lella! Bitte, sie warten auf uns. Sehen wir nach. Arie! Wo sind die Frauen? Niemand zu sehen. Vielleicht sind sie gegangen Wasser suchen. Sie haben Durst. Heißer, heißer. Männer ohne Frauen machen allein Ding-Dong. Und wie machen? Männer ohne Frauen können nicht Ding-Dong, können nur Dong-Ding machen, ganz allein. Dong-Ding. Wo habt ihr genommen? Lystra hat Gedanken gehabt. Sie hat gewusst und hat uns gesagt. War großer Gedanke von Lystra. Das ist unmöglich. Frau kann niemals großen Gedanken haben. Das Wasser ist vom Himmel gefallen. Und wir haben es aufgehoben, wir haben große Löcher gemacht und gesammelt. Das stimmt, sie hat recht. Es gibt Zeiten, da fällt wenig Wasser vom Himmel und es gibt Zeiten, fällt viel Wasser. Da fällt es Tag und Nacht. Und wo geht das Wasser vom Himmel hin? Es geht in die Erde. Wir müssen graben, müssen großes, tiefes Loch in die Erde graben. Dann finden wir wieder Wasser vom Himmel. Oh.
Putti, 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 putti. Ach, Hahn, komm hier. Lolo. Ja. Lolo, ich habe wieder einmal großen Gedanken im Kopf. Ach. Du bist nicht für Männer Sache, für Kampf. Nein. Nein, nein, du bist besser für zu Hause bleiben im Lager mit Weibchen. Gefällt dir das? Aber Weibchen bin ich nicht, Igir. Und bohrst du gern Loch? Ich bohre Loch und Löcher. Dann nimm den Pfahl hier und fang an. Bohre großes Loch, immer zu Loch. Ich bohre. Pumsi. Drin. Pumsi. Drin. Pumsi. Drin. Pumsi. Akabura! Ein Fremder, was will er? Akabura! Manganina! Manganina, bleib hier! Hier bleiben! Nicht weiter! Nicht weitergehen! Großer Weiser, du willst sprechen! Hört ihn fragen! Was will Fremder von uns? Wer schickt dich her, großer weißer Riese? Wir sind friedlich! Akabura! Was ist das für ein Mann? Er ist einer vom Wassermännerstamm. Fremder ist kein Wassermann. Und Höhlenmann auch nicht. Ist von anderer Stamm, Fremdstamm, wir nicht kennen. Nein, der Mann ist keiner, ist kein Mann. Ist dir, groß ist dir, Fremde. Großmächtiger Gedanke. Mein schönes, neues, fremdes Tier. Schöner Pelz, das wie Sonne. Das kommt von dir und das ist Arsch. Ach, Dummigkeit. Nein, hier, wo Schnabel ist, Vorderteil. Und da, wo Schwanz ist, Arsch. Da fressen rein, hier fressen raus. Oh, da! Fremdes Tier kann auch Eier legen. Nein, Ari, das sind nicht Eier, nicht gut zum Essen. Das ist Kakakarot. Ja. Großer weiser fremdes Tier. Puh, es mufft. Es Kakakarot muss muffen, mufft bei Menschen. Oh, großer Weiser. Was ist fremdes Tier, Männchen oder Weibchen? Männchen ist es, siehst du nicht? Tier hat großen Pintus, da. Ist genau wie beim Menschen. Ich bin auch Mann und habe auch groß. Ja, ja. Und ich habe auch sehr große Gedanken im Kopf. Schöner weicher Pelz ist gut für Weibchen. Wie heißt fremdes Tier? Es hat vier Beine, nicht? Ja. Wir wollen es deshalb nennen Vierbeiner. Gut. Großer Weiser ist ein großer Weiser. Er weiß alles. Vierbeiner hat große Kraft, ist sehr stark. Runter, geh runter. Erst auf Rotor steigen. Ihr müsst ihn festhalten, bis ich oben bin. Hup und hup. Großer Weiser auf Vierbeiner. Akarubo. Mann auf Tier ist groß, ist viel größer, sieht viel weiter. Großer Sieg, Farifex. Und jetzt muss Vierbeiner gelenkt werden. Ich werde lenken, er wird gehen. Ja, wo denn? Wie denn? Ja, da. Vierbeiner Schwanz ist die Lenke. So, komm her, komm her. Und jetzt, geh, 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 geh. Oh, 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 oh. Nein, nein, das ist Irrung gewesen. Vierbeiner ist nicht gut, der Kampf ist gar nicht. Mach nochmal Versuch. Nein, ich will nicht mehr. Mach du selbst. Oh. Und jetzt ein! Pass auf, jetzt will ich auf Vierbeiner klettern! Da! Komm auf! Hulu, hulu! Sama! Vierbeiner ist gut zum Fliegen! Thank you.
Schwester, mein Hühnchen. Du machst gutes Ding Dong. Ich hab noch gar nicht. Ich will doch mitmachen, erst anfangen. Ihr seid einmal gekommen, wenn ich mit Lystra gelegen habe und heute schon wieder da, wo ich Weibchenfrau haben will. Weg und raus euch beide und schnell, sonst nehme ich euch und drehe euch heiß um. Aber was an Männer fangen Krieg an? Ja, sie haben uns unsere Grenze weggenommen und brüllen großes Geschrei, euch, euch. Dann müssen wir los und kämpfen gegen Bösen. Gegen Bösen? Welchen Bösen? Den Bösen kenne ich nicht. Wer ist böse? Böser Feind, Wassermänner! Ihre Macht, wir müssen ihre Macht umwerfen und sie zerbrechen. Alles zerbrechen, ganzen Stamm. Männer sind immer so zerbrechlich, sie sind alle gleich. Emoch! Uga, Uga! Mit Kopf müssen wir kämpfen, Kopf müssen wir rennen in ihrem Bauch. Ja, so lange, bis sie ihre Eingeweide ausspucken. Fang da an! Auf ihre Wasserbäuche! Keine Wasserbäuche, Bäuche aus Stein! Verräterei! Verräterei! Falscher Krieg! Krieg ist aus! Zurück! Wir gehen zurück! Kommt! Ari! Das ist Rache gewesen, die mächtige Rache von Gott! Du Betrüger! Du hast die Kriegsregeln gebrochen! Kein Betrug, neue Waffe! Wie ist es gewesen? Schwere Köpfe und schlimme Niederlage. Oh. Warum kämpfen? Kämpfen ist nicht gut für Männer. Für Weibchen auch nicht. Männer kommen zurück von Kampf und sind schlapp und müde. Aber ich weiß ein gutes Mittel. Wir müssen ihnen viel Fleisch geben, damit alles wieder stark wird. Ja, Fleisch ist wichtig. Fleisch macht Männer wild und stark. Fleisch ist Wundermittel für Ding Dong. Großer Weiser will Gedanken haben für neue Waffe. Er kann nicht vergessen, dass Höhlenmänner so besiegt worden sind. Wassermänner sind schlau gewesen. Er will Rache dafür. Du sollst nicht an Rache denken, Ari. Du sollst nicht Krieg machen. Liebe ist viel besser. Kümmere dich nicht um den großen Weisen. Wenn ihn sein Fell juckt, dann muss er sich kratzen. Wer war das? Knochen ist zweimal zurückgekommen. Verhexung, Verhexung. Maki! Du hast gesehen, Maki. Ich habe Kraft nicht im Arm, ich habe alle Kraft im Kopf, aber du bist Muskelmann. Du musst werfen, weit weg, so weit du kannst. Mach Platz! Oh, Alter.
Ich brrr, er brrr. Bumm, lang. So ein Missknochen. Riesig, riesig. Großer Weiser. Du bist großer Weiser. Du hast neue Waffe gefunden. Fürchterlich. Ja, eine fürchterliche Waffe, aber nur für meinen Kopf fürchterlich. Ist nichts wert, diese Waffe ist nichts wert. Gut, ist gut für Wassermänner, ist gut. So. Dann zumachen. Ja, schieb, 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 schieb. Und jetzt. Oh. Bumerang Akau. Akau. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Männchen, Mann hat Gedanken und schläft dabei ein. Und Weibchen, Frau, bleibt wieder allein. Ding Dong. Viel besser als essen, wenn man Hunger hat. Viel besser. Und viel besser als trinken, wenn man Durst hat. Oh, Ding Dong ist besser als alles andere. Oh, Ari, ich habe so große Liebe für dich. Kikeriki! Warum macht ihr weiter Krieg? Wir brauchen kein Wasser mehr. Wir haben genug Wasser vom Himmel. Die Waffe, die ich erfunden habe mit Stein und Schnur, das ist eine furchtbare neue Pompe. Wassermänner, jetzt werden wir euch alle Pompe verlieren. Ich möchte nicht wissen, wie ihr die Wassermänner Pompe verliert. Ich möchte wissen, was ihr mit den Weibchen macht. Akaubu, Pisirasi, nehmt euch in Acht, Wassermänner, wir kommen. Chungululu, Akaubu. Ja, das ist eine mächtige Pompe, mächtig schlecht. Ich weiß nicht, warum der Gedanke ist gut gewesen. Komm, steh auf, steh auf. Ich stehe auf dich, weiß ich. Will aber nicht, Weib, ich muss denken. Das ist sie, das ist unsere Geheimpumpe. Damit machen wir sie Gürge. Wenn sie die auf den Kopf kriegen, es wird sein wie ein Donnerschlag. Wird sie zerschmettern. Das ist mächtiges Farifex. Sehr gut gedacht. Wie tot die Wassermänner sein werden, werden wir gleich ausprobieren. Pump verliere. Oh, holz mich, holz mich. Ari! Ari! Ari, Ari! Großer Weiser hat neue Erfindung, neue Waffe. Ja, wir ziehen wieder los zum letzten Mal. Diesmal schaffen wir Wassermänner. Schon wieder? Ich komme sehr gleich. Ja, aber du kannst aber nicht. Wir haben doch erst angefangen. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, Ugaort, Ort. Siebenmal. Dann müssen wir jetzt erst Beruhigung haben. Aber ich habe einen Hahn gesehen. Der hat viel mehr. Bis 20 hat der. Ja, ja. Hahn und Hahn ist nicht das Gleiche. Ich muss wieder allein bleiben. Ich will nicht, Ari. Es wird wieder hart. Hart und lang wird es sein. Ja? Ja. Aber ich muss jetzt. Nein, du musst nicht. Warum muss Kampf? Sein ist eine dumme Sache. Für Männer nicht. Für Männer ist es gut. So wie für Weibchen Ding Dong gut ist. Ruto! Ja! Gib mir Hilfe! Nein! Nicht! Ari! Ach nein! Immerzu finden Männer neue Waffen und machen Krieg. Aber Frauen haben Bett erfunden und müssen jetzt allein liegen. Wassermänner! In Kampfstellung! Hopsamo! Ali, Thank you.
Wer ist da? Guter Freund! Ich grüße, Freund! Freund von hinten, schlechter Freund! Freund von hinten! Gehabt und will euch vorschlagen. Wir haben Macht und die Männer müssen aufhören mit Kämpfen, wenn wir nicht mehr wollen. Ach, hört auf mit Schnattern, sie soll reden. Hört zu, ich sage euch meinen Vorschlag. Alle Frauen gehen auf den Heiligen Berg. Die Männer bleiben allein hier. Wenn wieder zurückkommen, müssen alles selbst sorgen. Frauen kochen nicht. Frauen holen kein Wasser. Und es gibt auch kein Ding-Dong. Das Bett bleibt leer. Ein Bravo-Vorschlag. Hoppi, alle Weibchen auf den heiligen Hügel. Wassermann, Frauen müssen auch Nein sagen im Bett. Sonst nützt Vorschlag nicht und wir werden betrogen. Wir werden reden und zusammentun mit Wassermann, Frau. Und wenn sie sagen, es ist guter Vorschlag, es gibt kein Ding-Dong, solange Krieg ist, dann werden die Männer schnell aufhören mit Krieg. Seid ihr alle einverstanden? Ja! Ja! Für mich ist gleich so oder so. Wer nicht Ding-Dong macht, muss nicht aufhören. Und jetzt sagen wir feierliche Beschwörung. Solange unsere Männer Krieg machen, gibt es kein Ding-Dong. Nicht im Stehen, nicht im Sitzen und auf dem Bett auch nicht. Männer, die Krieg wollen, müssen allein schlafen. Wir gehen weg und kommen erst dann wieder, wenn Frieden ist. Das schwören wir. Schwört! Jawohl, wir schwören! Wir schwören! Brave Weibchen, Frauen, brave Weibchen! Und jetzt, husch, husch, geht auf euren heiligen Hügel. Die Betreuung hier übernehme ich. Was ist? Warum kommt ihr? Wir haben eine Verschwörung gegen die Männer. Wir wollen auf Heiligen Berg gehen und bleiben so lange da, wie der Krieg dauert. So lange gibt es kein Ding-Dong bei uns. Der Gedanke von Lystra. Wenn ihr mitmacht mit uns und auch Nein sagt, dann haben wir die Männer bald so weit und sie machen Frieden. Da hast du recht, das ist gut. Und ihr meint, das schaffen wir? Wo sollen wir denn hingehen? Ihr habt auch sicheren Platz wie wir. Ihr nehmt alle Boote, die da sind, und fahrt auf die Insel auf der Mitte vom Fluss. Im Fluss sind viele Fische, gefährliche Raubfische. Menschenfresserfische. Ohne Boot können Männer nicht zur Insel. Lystra hat bessere Gedanken als wir. Ja, wir fahren auf die Insel. Warum jammerst du? Das wird schreckliche Zeit. Wie soll das werden ohne Männer? Aber es ist nicht für lange. Dann gibt es Frieden. Dann kommen Männer zurück und bleiben nur noch bei uns. Dann immer zu Ding-Dong. Ja, jeden Tag und sechsmal. Wassermänner sind hier gewesen. Sie haben die Weibchen geraubert.
Lollo ist Wächter gewesen, der muss wissen. Wir wollen Lollo fragen. Lollo! 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 Die Weibchen sind hier! Sind weg! Lollo! Wo sind unsere Weibchenfrauen? Katziburi! Lollo, du weißt, wo sie sind, du sollst sagen! Ich weiß gar nichts, ich ganz dumm! Was? Wo sind sie? Nicht so grob sein, Ari, ich weiß es schon wieder. Alle Weibchen sind auf Heiligen Berg gegangen, ist Verschwörung von Lystra gewesen. Sie kommen erst wieder, wenn ihr mit Krieg aufhört, haben sie gesagt. Haben keine Gedanken im Kopf, machen nur Kackerie. Ja, ja, alles Kackerie! Aber nicht mit uns, wir holen sie zurück! Ich sage Norren und ich halte den Schwur! Hör zu, Frauen, hör zu! Ich mache auch einen Schwur. Wenn die Frauen jetzt zurückgehen mit Männern in die Höhlen, dann kein Kampf mehr, dann Frieden mit Wassermännerstamm. Umgekehrt, erst Schluss mit Krieg. Sie sollen erst Frieden machen, dann kommen wir auch zurück. Vorher nicht. Da hilft nur Gewalt. Wir holen sie. Wir werden ihnen zeigen, wer bestimmt. Akarubo. Akarubo. Sagen Sie, wenn Sie wollen umbringen. Halt! Aufhören! Dieses Weib! Aufhören! Wir wollen verhandeln! Wir wollen uns kreisen! Hört den großen Weisen an! Frauen haben uns bekriegt. Frauen haben uns besiegt. Olze. Ach, unmöglich. Wir können nicht schwimmen auf Inseln. Sonst kommen Menschenfresserfische und machen so mit uns. Weibchenfrauen sollen zurückkommen, die Männer weinen. Männer haben große Lust auf Weibchen. Männer können nicht allein sein. Kommt zurück! Macht Schluss mit dem Krieg, dann kommen wir auch. Wenn kein Frieden ist, dann gibt es kein Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. Lissi, ich kann nicht aushalten ohne dich. Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. Ich kann nicht mehr. Ich muss. Weibchenfrauen, ich komme. Pass auf, die Menschenfresserfische. Mach das nicht, das geht nicht gut! Weibchenfrauen, ich komme! Ich komme! Ah! Siehst du, was habe ich gesagt? Das wollt ihr ja nicht hören. Fische haben lange nicht gefressen. Und wer ist schuld? Weibchen! Ding-Dong! Weibchen machen schrecklich grausame Quälerei. Mann, nicht halten, versuche rudern! Er mit dem Stamm vernünftig. Ist ebenso gut wie gut. Ich muss mich auffressen lassen. Kühl dich ab im Wasser, dann ist wieder gut. Lass das, ich schaff der das. Ist verrückt im Kopf. Er kommt nicht drüber. Die Fische freuen sich, haben fettes Fressen. Entweder Weibchen oder tot, so ist kein Leben. Gut, gut, komm zurück. Weibchen, Frauen, ich komme. Hier kommt gut. Der stärkste Mann von allen Wassermännern kommt zu euch. Angeber. Der Stärkste, was sagst du? Vielleicht auch nicht. Gut. Oh, Weibchen, habt ihr vergessen, was ein Mann ist? Ich werde euch zeigen. Gut, wird euch allen zeigen. Wer ist der einzige Mann, der nimmt alle Weibchen. Alle Weibchen. Die Fische. Jetzt fressen sie mich. Nicht abbeißen. Ich brauche noch vier Weibchen. Höhlenmänner, hört auf Ari! Wir können Frauen nur wieder haben, wenn Frieden ist! Wassermänner brauchen auch ihre Frauen! Was wollt ihr? Wollt ihr Frauen haben ohne Krieg? Oder wollt ihr Krieg ohne Frauen? Frauen ohne Krieg! Riesen Dummköpfe! Riesendummköpfe seid ihr! Ihr habt nichts drin da oben, keine Gedanken! Wir müssen gegen Wassermänner kämpfen, weil es ein Kampf ist von Kultur gegen Barbarei und Kultur muss siegen! Was hilft es, wenn wir Frieden machen? Die anderen führen den Krieg weiter. Sie werden uns gefangen nehmen oder sogar töten. Dreimal Dummköpfe. Du bist der Größte, wenn du so redest. Dein schlechter Rat ist das. Wir nehmen ihn nicht an. Wir wollen Frieden und nichts weiter. Frieden! Frieden! Komm mit, Männer! Lange Frieden! Frieden! Dummke! Dummke! Neues Gerät. Was macht es? Mm.
Und ihr weiterkämpfen, Wassermänner? Nein! Wollt ihr eure Weiberfrauen wieder haben für Essen kochen und so? Für Wunden pflegen und für Hütte fegen? Wollt ihr? Wir wollen fegen! Ich merke schreckliches Fehlen von meiner Weibchenfrau. Ich merke auch, alle Männer vom Stamm sind ohne Weibchen nicht zufrieden. Wassermänner! Wir haben große Zufriedenheit durch Kampf. Ja, durch Kampf. Und Sieg gibt auch Zufriedenheit. Ja, ja. Aber ohne Ding-Dong machen ist kein Spaß dabei. Nein, kein Spaß. Ding-Dong, 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 Ding-Dong. Kann ich fliegen wollen und nicht kämpfen und die Pumpe in der Hand haben? Wir müssen Vorbild sein für die Höhlenmänner, sonst glauben sie uns nicht. Zum Zeichen der Friedensstiftung sollt ihr euch alle Blüten in die Haare stecken. Großer Gedanke. Friedensblüten. Werft eure Pumpe weg. Als einziger schlimmes Pech für mich. Ja, ja. Ich bin einziger von Wassermännerstamm, der noch nicht Ding-Dong gemacht hat. Mit dir schlimmes Pech auch für mich. Oh, du bist starker Mann und ich gute Ding-Dong mache. Ich werde prüfen. Ding, 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 ding. Kennst du das Abmessen mit Daumen und Zeigefinger? Nein. Aha. Das hier, das ist der Mann. Und das ist ein Pintus. Mhm. Aber bei mir nicht. Ich bin der Kleine hier. Und das ist... Das ist... Ja, ja, schön. Aber alte Weisheit sagt, was du nicht sehen kannst, das musst du fühlen. Oh, ja. Wo bist du denn? Was willst du? Ich kann nicht schlafen, ich habe Angst allein. Kann ich hier bleiben? Aber lieg still jetzt, ich bin müde.
Ich bin so kalt müde. Ist es hier. Ihr friert nicht. Ihr habt Decken, warme Decken, schönes, dickes Fell. Jetzt wird mir auch kalt. Deck dich zu. Wenn da noch Platz ist für mich, dann komme ich. Dann gehe ich auch nach unten. Glaubst du, dass wilde Tiere kommen in der Nacht? Hast du Angst? Warum? Warum fragst du das? Ich habe gedacht, weil du deinen Knüppel mitgebracht hast. Ein Mann, wir müssen Lärm schlagen. Nein, 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 ich bin kein Mann. Ich bin ein Weibchen, genau wie ihr. Ein krankes Weibchen. Ein Weibchen mit pomphalem Weh. So ein pomphales Weh hat mein großer Weiser noch nie gehabt. Mhm. Armes, krankes Weibchen, ich werde dich gesund machen. Nein, ich. Nein, ich. Wir machen beide. Wir machen dich beide gesund. Ja. Lass ihn wirken, großer Weiser, lass ihn wirken. Andere Männer sind jetzt bei Wassermännerhütten und sägern mit dem Säger die Pfähle durch. Großer Sägerlärm. Wassermänner sollen aber Sägerlärm nicht hören und deshalb machen wir jetzt großen Waldlärm. Du machst Wolf, du machst Uhu, du machst Grille und du machst großer Bär. Alle zusammen jetzt eine Erprobe. Alle schön zusammen. Akaubu! Ihr kommt mit mir und Roto bleibt hier und hält Wache. Aber leise, Vorsicht. Rufo, Rufo, Dampf. 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 Rufo, Rufo, gewaltiger Faltenlärm. Tiere sind heute in großer Erektivität. Nein, 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 nein. Keine Stimmen von Tieren. Das ist ganz fremder Lärm. Vielleicht kommt von Fische. Nein, Fische sprechen stumm. Glücklich werden. Ich habe gute neuen Gedanken. Dein Gedanke mit Heiligem Berg ist auch nicht gut gewesen. Jetzt sind wir hier und haben kein Ding-Dong, aber Krieg ist trotzdem alles viel schlimmer als vorher. Ich weiß, dass die Männer sich wieder treffen und Gerede machen wollen. Und diesmal kommt Frieden für immer. Wir schaffen nicht allein, aber Wassermannfrauen werden uns helfen. Ich gebe feierliche Versprechung. Wassermänner, wir sind hier wegen Ding-Dong. Zu mir gekommen wegen Ding-Dong? Ihr Höhlenschweine, ihr wollt uns verscherzen. Mir auch Ding-Dong. Ding-Dong. Wir bieten Frieden an. Kampf jetzt gleich zu Ende. Akatebu! Akatebu! Unsere beiden Stämme haben wieder Einigung. Vereinigte Einigung. Wir fordern nichts, ihr müsst uns nur Wasser von Quelle geben. Kein Wasser für die Höhlenmänner, oder sie müssen Lystra zurückbringen. Was? Lystra ist meine Weibchenfrau. Und sie wird bleiben, sonst. Hast du verstanden? Meine Lystra! Dann nehmen wir andere, dann wollen wir andere Jungfrau haben. Jungfrau? Ist nicht gut in unserem Stamm mit Jungfrau, ist schwer. Nur Bär.
Oh nein, Bier nicht. Ist für mich Bier. Ja, doch so ist das Gesetz bei uns. Quelle um Quelle, Hütte um Hütte und Jungfrau um Jungfrau. Du giftiger Zwerg, du bist ein Mensch, nicht kein Bier, kein Frieden. Am Bau. Nicht doch. Aufhören, aufhören. Wir haben doch Vereinigung. Nicht mehr streiten. Ich werde überreden. Hör zu, Marquis, wenn wir jetzt nicht Frieden machen, dann gibt es Katastrophe für unseren Stamm. Kein Frieden machen, kein Frieden machen. Aber alle wollen alle Frieden haben. Ich nicht, ich will Bär haben. Ich will endlich großes Siegesding-Dong mit dir machen. Marquis, für dich ist Ehre. Du bist der erste Mann, der eigenes Wohl für alle weggibt. Und wie? Sag mir wie. Ganz einfach. Du musst nur, du gibst dein Weibchen Frau an. Warum gibst du nicht deine Frau an Gott? Meine Lella ist keine Jungfrau und er will Jungfrau haben, keine Weibchenfrau. Wie soll ich helfen, hä? Ja. Er sieht ein. Wir haben Lösung gefunden. Ja? Ihr könnt Bär haben. Aha. Das ist Höhlenmann. Oberhöhler nimmt ihm Frau weg und er sagt ja dazu. Hat's oh, Macki! Sei friedlich! Sei friedlich! Höhlenmänner! Wassermänner! Friede! Frieden, Frieden! Frieden, Frieden! Akademu! 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 Hier. Bär ist nicht mehr für mich. Sein oder nicht sein? Schwere Frage. Warum weiterleben ohne Bär mit großem Weh? Warum nicht Ende machen? Marki ist gebrochen. Bumerang, guter Freund, gib mir Tod. Marki, nein! Aber jetzt. Oh, ach, immer macht er alles in Gedanken. Und was hab ich davon? Mein Marki. Bär jetzt nur noch für mich. Wasser! Von meiner Locherei! Wasser aus der Erde! Wasser! Da, ihr seht, Wasser! Das schmeckt nicht gut. Ich habe Wasser gefunden. Na? Das ist Dreck, Wasser mit Dreck, mit Gestank. Was? Große Gedanken im Kopf. Dieses Wasser ist nicht Wasser. Was? Es ist Öli. Öli aus Boden. Ich werde ihm Namen geben, Bodeleo. Wer? Wann ist heiliges Feuer ausgegangen? Ja, als mein Wasser gekommen ist, mein Öli, da war's weg. Ja, das stimmt, da war dunkel, Lollo sagt. Glück. Großer Weißer, wir müssen ein Loch zumachen, dann kommt heiliges Feuer wieder. Ja, aber für zumachen brauchen wir dicken Stöpsel. Ja. Alte Weisheit sagt, für jedes Loch im Topf gibt es passenden Stöpsel. Aber wer hat so große Stöpsel? Wo sollen wir finden? Im Wald. Dicker Baumstamm ist gut, wir gehen suchen. Harry, du wirst bald großer Weiser sein. Akaubo. Akaubo. Husch. Javu. Ist zu dünn. Moto bringt anderen. Ja. Hier, Harry, wie ist der? Auch nicht. Hey. Moto will nicht weiterarbeiten? Er will nur, er kann nicht, er hat Müdigkeit. Erst Arbeit, dann schlafen. Meine Kraft ist zu klein, geht nicht. Wir brauchen großen Stöpsel. Such anders. Ich habe schon Arme gebrochen. Ich mache Hände hier oben. Ui! Oizi, oizi. Udo ist durch Luft geflogen. So wie großes Vögeltier. Ja, Geheimnis von Natur. Pass auf, ich nehme mir einen Stein. Ja. Ich habe Gedanken. Stein geht auf. Ja, genau. Oizi, Bumm. Kopf von Marki gebrochen, Stein geflogen. Immer mehr Geheimnis und Wunder. Wieder neue Waffe, mächtigster Kampfstein. Mächtigster macht uns unsichtbar. Damit können wir feindlichen Stamm angreifen, von weit, weit weg. Feinde können uns nicht sehen und werden besiegt. Wunderbar. Was redest du Unweises? Wen wollen wir besiegen? Befriedigung zwischen Wassermännern und uns. Aber großer Weise hat recht.
Nicht Befriedigung, sondern Besiegigung. Die Blitz. Höhlenmänner Herren, Wassermänner Diener. Wir haben Schlaf, Sie arbeiten. Weibchen, alle für uns. Schönes Leben mit viel Weibchen, Frau, und schöne neue Zeit. Wenn ihr das macht, ist Verräterei. Wir haben Vertrag geschlossen. Wassermänner sind unsere Freunde. Sie wollen auch Frieden. Sie Frieden und dann wieder vorbei. Unsere Verschwörung mit Ding Dong hat nicht geholfen. Männer können ohne Frauen sein, aber nicht ohne Kämpfen. Nur Lollo. Ein einziger Mann ist hier geblieben und dem ist immer zu warm. Der Ding Dong nicht. Schmeckt ganz anders als Wasser, aber nicht schlecht. So mannbar. Neue Kraft in mir. Ungeheure Kräfte. Ich komme mir ja vor, was habe ich eigentlich? Bea, meine Mädchen, Frau. Komm mit. Komm mit in meine Hütte, wir machen Ding-Dong. Dingi-Dingi-Dongi-Dongi. Dingi-Dingi. Du willst nicht, dann nehme ich andere. So, Ding-Dong. Wilder Mann! Die zwei Männer so wild! Jetzt wird gedingdongt, dass es durch die Höhlen pumpt. Nicht wegrennen, ich habe Hitze im Tank von Liebestrank. Jetzt ding-dong-dang! Ihr alle mit mir kommen, ich bin der Hahn, ganz großer Hahn! Oh Bär, ich habe Durst auf dich, ich muss trinken. Oh du! Du auch! Alle für mich, alle in meine Hütte! Großes Gruppending-Dong! Es lebe Bodylium! Ihr könnt auch. Der reicht für alle Frauen. Ihr sollt nicht denken, Lollo ist ein Mann. Er ist Naturgewalt. Er ist Blitz und Donner. Fürchterliches Erdbeben. Er tobt wie Vulcano. Sein Ding-Dong machen ist Bonfalo. Jetzt du und du auch noch. Kick. Und jetzt du und du auch noch mit. Was hat er? Er will alle nehmen. Er ist verrückt. Schon weggezogen in Kampf. Wir gehen auch gegen Feind jetzt los, aber wir werden bald als Sieger wiederkommen. Ob Männer siegen oder besiegt werden, ist unwichtig für Frauen. Sie müssen aber da sein. Frauen wollen leben mit ihnen. Männer regieren und machen Politik. Das können Frauen niemals verstehen. Warum Krieg? Warum muss Krieg sein? Krieg bringt Ehre und Ruhm. Und Krieg bedeutet auch Sieg über Barbarei. Krieg ist Kultur. Frauen, habt ihr gehört? Wir müssen uns wehren dagegen. Für Ehre und Ruhm machen die Männer ihren Krieg. Sie wollen Unterdrückung für andere und Macht für sich. Ja, wir brauchen Macht. Nur wer Macht hat, kann machen. Ja. Und der, der am meisten Macht hat, ist der Gemachteste. Alles auf dieser Welt ist Macht. Macht ist Frieden, Macht ist Sieg, Macht ist Größe. Und Macht ist doch ein groß gewaltiger Furz. Furz? Akaubu! Bist du noch hier? Wir denken, du machst schon Krieg. Wir ziehen jetzt gegen Wassermänner und du kommst mit. Große Siegen. Ja. Was macht er? Ja, was macht er bloß?
Oh, ich verstehe. Er will uns den Weg zeigen. Acapulco! Acapulco! Wir werden Ari nicht wiedersehen. Wollen wir zusammen weggehen? Oh ja, wenn du willst, ich komme mit überall hin. Bleiben bei Ari jetzt immer. Archibaldi, los geht's! Wo wollen wir hin, Lisa? Wo ist gleich? Es muss aber ein Land sein, wo die Menschen keinen Krieg kennen. Vielleicht dorthin, wo die Sonne aufgeht. Bis dahin ist es sehr weit, viel zu weit. Nein, wir finden vorher. Wir gehen nicht bis die Welt zu Ende. Aber wenn wir nicht finden, wenn es kein Land gibt auf der Welt, wo Menschen nicht gern Krieg haben? Dann werden wir das Land schaffen. Wir müssen den Anfang machen, bevor es zu spät ist. Ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong.